The people of Moscow can't believe their eyes. Circling in the sky above Red Square, almost close enough to touch, is a light aircraft. It's May the 28th, 1987, and the headlines go round the world. The 19-year-old amateur pilot, Matthias Rust, has penetrated deep into the very heart of the communist world. Wenn ich gewusst hätte, was sich daraus entwickelt, ich würde es nicht noch mal wagen. Das muss man wirklich machen, ohne die Konsequenzen und die Weiterentwicklung einer Geschichte zu kennen. Der wagt man, da muss, ist man so begeistert davon, man weiß nicht, was alles geschehen kann, dann macht man das. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, das würde ich nochmal bringen. Matthias Rust, a teenager from Wedel, a small town outside Hamburg, is a loner whose greatest passion is flying. His dream of becoming an aircraft captain is destroyed by his myopia. With his dependency on glasses, he doesn't stand a chance. But a private pilot license is possible. His parents supply the 10,000 marks his hobby costs. Matthias spends every spare moment he has at the Utterson airport, where he's considered exceptionally talented. The Rusts live an ordinary life in a neighborhood of terraced houses. In all likelihood, this would never have changed had their son Matthias not seen in October 1986 a news report on the disarmament summit in Reykjavik. Gut, ich war schon seitdem ich 15 war sehr an Politik interessiert und habe das auch dann regelmäßig verfolgt. Und da gab es dann 1986 ja auf Island dieses Treffen zwischen Gorbatschow und Michael Gorbatschow und Ronald Reagan, das ja bekanntlicherweise zu nichts führte, und habe ich mir einfach gedacht, man muss was machen. Matthias Rust is deeply affected personally by the failed negotiation attempts of the two superpowers to end their nuclear rivalry. He comes up with a peace plan that includes an alternative world, the dream realm of Lagonia. Here there is justice and peace, and above all, no nuclear weapons. Rust finds his inspiration in the fictional intergalactic hero Perry Rhodan. Like Rust, Rhodan also wants to save humanity from atomic self-destruction from a third world war. Rhodan, a spaceship commander, is assisted in his mission by extraterrestrial scientists. The hobby pilot, Matthias Rust, takes a much more earthly approach to his peace mission. He decides to fly to Moscow to talk to Mikhail Gorbachev, leader of the Kremlin, about disarmament. Also zum Ersten habe ich mir damals Gedanken darüber gemacht, wie ich nach Moskau kommen sollte. Ne? Ich wusste, unser Club hat vier Maschinen. Und ich wusste, dass das Flugzeug, was ich später dann auch benutzt habe, dass die größte Reichweite hatte. Und ich wusste, ich konnte ungefähr 1000 Kilometer nonstop damit fliegen. Also muss ich halt eben den Startpunkt im Westen auf unserem Gebiet so legen, dass ich halt eben in einem Stück da ankommen würde. Und da blieb eben die einzige Möglichkeit, halt eben direkt von Helsinki aus zu fliegen. Ich musste natürlich das Wetter berücksichtigen. Ich war Sichtflieger. Da konnte ich natürlich nicht dann zu einer Jahreszeit fliegen, wo das nicht möglich war. In May 1987, the time finally arrives. Matthias Rust rolls the single-engine Cessna out of the hangar, removes three seats to make room to store his things, and sticks a photograph of his Cocker Spaniel Florian onto the instrument panel. He has reviewed all the frequencies and details of the flight. Officially, he's leaving on a two-week trip to Scandinavia. No one has any idea of where Rust really wants to go. Gestartet war ich damals am 13. Mai von Uedersen aus nach über Westerland zu den Shetlandinseln, Shetlandinseln, den Färöerinseln, dann nach Island und von da nachher zurück über die Shetlandinseln, Norwegen hin nach Helsinki. Das war für mich so eine Art Testflug. Es war klar, dass der Flug nach Moskau, wenn ich ihn tatsächlich durchführen würde, eine starke psychische Belastung darstellen würde. Und dieser Flug nach Island
über mehrere tausend Kilometer Wasser, ist auch für einen Piloten, gerade ich hatte damals 50 Flugstunden Erfahrung, auch eine sehr große Herausforderung gewesen. Und ich habe mir gesagt, wenn es mir gelingen würde, diesen Flug nervlich bis Island und zurück durchzuhalten, dann würde ich den Flug, das letzte Stück nach Moskau auch schaffen. He arrives at Reykjavik. Everything is going as planned. Auf der anderen Seite wollte ich auch nach Island, weil ich halt nochmal mit der Vergangenheit in Kontakt treten wollte. Damals der Gesprächsort von Gorbatschow und Ronald Reagan habe ich aufgesucht, das Softie House. Das war sehr interessant und das hat mich eigentlich nochmal in meiner Entscheidung gestärkt, tatsächlich nachher auch wirklich den Flug zu wagen und durchzuführen. During the disarmament poker at the Softie House in Reykjavik, Gorbachev is very cautious. Economically, he's standing with his back to the wall. В конце правления Брежнева 23% внутреннего валового продукта у нас шло на гонку вооружений, тогда как в Соединенных Штатах 7,8%, Федеративной Республике Германии 5,7%, в Японии 1,5%. Это определяло, почему наш уровень жизни был таким низким. 83% наших ученых и конструкторских бюро работали над военной и паравоенной тематикой. Я всегда утверждал, мы занимаемся гонкой вооружений не против Соединенных Штатов, а против самих себя. Gorbachev also recognizes the futility of the Russian-American arms race. A huge reform project lies ahead of him, and to help fix the ailing economy, he urgently needs the money flowing into the Soviet defense system. But when it comes to his plans, the military are not on board. The space-based anti-ballistic missile system planned by the United States does not sit well with them. The talks in Reykjavik collapse because Reagan is not willing to negotiate about it. Later, after Gorbachev returns home, he says that although a turning point in world history had been possible, it didn't happen. Ich war so betrübt darüber, dass nichts dabei rausgekommen war. Und dann sag ich, ich muss als einzelner Bürger, als junger Mann Verantwortung übernehmen. Da kam ich auf die Idee, damals habe ich gerade mal Flugschein gemacht, irgendwie das dazu zu nutzen, das Fliegen, um halt eine Tür aufzustoßen in eine neue, in eine bessere, eine friedlichere Zukunft. So bin ich eigentlich darauf gekommen, so Stück für Stück, nach Moskau zu fliegen, weil das für mich damals die Quelle des Friedens war. That so many suddenly see the Soviet Union as a stronghold of peace and no longer as the evil empire is due to this man, Mikhail Gorbachev, the political shooting star of the Eastern Bloc. With a charm offensive unlike that of any former leader of the Kremlin, he literally conquers the Western world. The first to report about the new man in the Kremlin are the correspondents in Moscow. Natürlich war er Kommunist, natürlich war er Generalsekretär der Kommunistischen Partei, was denn sonst? Aber er hat einen anderen Ton da reingebracht. Er hat ja auch bei seinen ersten Besuchen in Großbritannien schon, als er Maggie Thatcher dann kennenlernte, da hat er ja alle überrascht. So nach dem Motto, och, der kommt aus der Sowjetunion, ja? Und so hat er ja weitergemacht. Er hat ja pausenlos, Gorbatschow hat mit allem, was er gemacht hat, pausenlos die westliche Welt überrascht. Gorbatschow shows a cold shoulder only to the Federal Republic of Germany. He views Helmut Kohl as a mediocre provincial politician lacking class. Bonn, conversely, closely watches what is happening in Moscow. Mikhail Gorbatschow hat ja in den ersten zwei Jahren seiner Regierung im Prinzip versucht, eine Politik zu betreiben wie alle seine Vorgänger. Nicht? Er hat Kampagnen gestartet, mehr Disziplin, härter arbeiten, Reduzierung des Alkoholmissbrauchs. Nicht? Man hat ja dann später selber Witze darüber gemacht, dass er gemerkt hat, es hat keinen Zweck, in der Sowjetunion den Wodka zu verbieten. Nicht? Und als er gemerkt hat, dass diese traditionellen Instrumente weiterhin nichts bringen und versagen, nicht, hat er ja dann begonnen, Politik zu ändern. Und ich habe immer den Eindruck, das war eigentlich das Entscheidende, die Erkenntnis,
Es muss anders werden. Ich habe Zweifel gehabt, ob er wusste, in welche Richtung. Gorbachev is of a different caliber than his predecessors. He is fully aware of the prevailing conditions in the Soviet Union, the inefficiency of the production systems, the reluctance of bureaucracy to stray from the old party line by even a centimeter. The economy of scarcity is the number one enemy of glasnost and perestroika. Тоже был такой анекдот. Человек приходит в гости, ему говорят, вам как, руки с мылом помыть или чай с сахаром вам дать? Потому что и то, и другое, это уже богатый дом считался, потому что мыла не было, сахара не было. The West German embassy in Moscow knows one of the reasons behind the economic disaster, the long-vested privileges insisted upon by the Soviet military leadership. Mir hat einmal ein Mitarbeiter des Zentralkomitees, ein hochgestellter Mitarbeiter des Zentralkomitees, gesagt, als ich ihm sagte, das mit diesem Militärbudget, das könnt ihr doch nicht durchhalten. Er sagte, wenn, das war damals der Verteidigungsminister Ustinov, wenn Ustinov ins Politbüro kommt und sagt, ich brauche so und so viel Geld für dieses oder dieses militärische System, dann wird keiner wagen, ihm zu widersprechen. Diese Priorität war natürlich eine Katastrophe für Russland. If Gorbachev wants to score points domestically, he has to replace the old established military elite. Armaments, the Afghanistan war, and the Eastern European satellite countries devour millions. Money that he urgently needs to improve the standard of living of the people of his country. What the man in Moscow in no way suspects is that unsolicited assistance is approaching by air. Matthias Rust reaches Helsinki in his Cessna a few days before Pentecost. He takes 3 days of respite before undertaking the last stage of his flight to Moscow. Ich habe mir ein Hotelzimmer damals genommen. Ich bin also viel spazieren gegangen in diesen 3 Tagen. Das war sehr kalt damals, glaube ich, nur 5 Grad Außentemperatur. Feucht, unangenehm. Das hat also quasi das wieder gespiegelt, wie ich mich innerlich fühlte. By now, there is a peace symbol glued to the back of the Cessna. The sphere symbolizes the earth, the triangle on top of it the sky, while the legs represent peace, freedom and hope. Back home in Wedel, Rust's parents still think that their son, Matthias, is on a holiday trip. Ich hatte damals meine Eltern angerufen aus Finnland und gesagt, ich mache nur 3 Tage hier und dann komme ich zurück. Natürlich immer darüber nachgedacht, wie ich ihnen das erklären würde oder was sie empfinden würden, wenn sie herausfinden sollten, das. Aber dann habe ich das auch verdrängt. Andere Möglichkeiten habe ich damals ja nicht gehabt. Later, the Finnish officials have no difficulty remembering the young German who entered the briefing station at 12 noon on May the 28th to properly register his flight to Stockholm. They can still recall how the machine took off from Helsinki's Malmi airport going west and then disappeared. On that same day, Mikhail Gorbachev is also underway. He leaves for East Berlin from Moscow's Vnukovo airport. Matthias Rust changes his specified course and, instead of flying to Stockholm, he flies straight towards the Soviet border. Then he is in the middle of the most heavily policed air corridor in the world. Thousands of anti-aircraft missiles, interceptor aircrafts, radar systems and sensors are there to prevent only one thing, exactly that which now happens. A strange aircraft penetrates Soviet airspace for a good 60 minutes without raising the apparent interest of anyone. Ich war damals dann gleich auf ungefähr 700 Meter Flughöhe gestiegen. Es war also kein Tiefflug. Habe ich bewusst damals diese Flughöhe gewählt, weil ich von vornherein wollte, dass das sowjetische Abwehrsystem mich erfasst. Also nicht überrascht war dann, ich wusste dann, man würde Leute eher zu einer hektischen Reaktion herausfordern, wenn man da plötzlich irgendwo auftaucht. Deswegen sollten sie mich von weit aus schon sehen können. Bin dann ungefähr 60 Minuten geflogen, bis
ich von einem sowjetischen Flugzeug angeflogen wurde, direkt Nase auf Nase. Ich weiß noch, da war ich wie erstarrt, saß ich dahinter dem Steuerhorn und ich hatte das Gefühl, als ob mein Herz so ziemlich tief in die Hose gerutscht war und dachte ich, oh Gott, jetzt wird sie entscheiden, was passiert. But after taking a quick look, the fighter jets fly away again. Я думаю, что это не более чем пиар, потому что защитить такое пространство, как границы Советского Союза, которые по своей протяженности не имели равных в мире, защитить невозможно. Этого не выдержала бы ни одна экономика, даже такого сильного государства, как Америка. Поэтому защита неба Москвы, например, уделялась особое внимание. Здесь были сконцентрированы новейшие средства противовоздушной обороны. Moscow impregnable, the city is encircled by three rings of defense. In 1987, Vladimir Kamina is stationed in the second ring. Im Grunde genommen gab es so viel Anstrengungen bei diesen Raketenabwehrringen. Die waren so stolz auf diese Verteidigungsringe. Jedes Jahr hat man uns nach Kasachstan geschickt, um diese drei Raketen abzuschießen und zu sehen, ob sie noch treffen. Und dann passiert denn sowas. Wir hatten mehrmals Alarm, sind wir wegen Matthias Rusk durch den Wald gelaufen, zu den Stationen und zurück. Dann hieß es immer, Alarm ist aus, es passiert nichts. Damals gab es in dem Luftraum um Moskau herum, überhaupt auf dem, also über das ganze Land, eigentlich gab es sehr viele. Es wimmelte nur von kleinen Flugzeugen ohne Radiogeräte. Jeder Kolchosvorsitzende konnte mit seiner Tante mal kurz mit dem Flugzeug seine Kolchose so rüberfliegen und dann zurück. Nur flogen diese Maschinen in der Regel nie Richtung Moskau so penetrant, wie das im Rustfall eben war. So hat er immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber gleichzeitig verschwand er auch immer wieder vom Radarschirm. Man wusste nicht dann beim nächsten Mal, ob das jetzt derselbe ist. Но тут еще цепь случайностей. Тут вот что произошло, почему сначала его видели, потом его потеряли. В это время, где-то на трассе полета вот, от Хельсинки до Москвы, упал тяжелый ракетоносец Ту-95. И туда слетелись поисковые команды, спасательные. Там было много вертолетов, которые то поднимались, то садились. И вот в этих точках на локаторе самолет Руста затерялся просто. Rust continues undisturbed for the next 700 kilometers. He just has to follow the train tracks of the Leningrad-Moscow line. Was war schon ein angenehmes Gefühl, so dem Ziel so näher gekommen zu sein. Denn davor war eigentlich nur endlich lange streckende Wälder, Seen, vereinzelten, vielleicht ein paar Kombinate, Fabriken habe ich da gesehen. Ne? Aber dann kam irgendwann am Horizont, bezeichnete sich dann die Silhouette ab. Fielen also sofort diese Stalingebäude auf in dem roten Stern auf der Spitze. Ne? Und dann war mir klar, jetzt war ich da. Und jetzt ging es nur noch darum, jetzt den Platz zu finden. Ich habe es mir nicht leichter vorgestellt. Ne? Ich muss sagen, so mein Kartenbildmaterial und dann diese riesige Stadt plötzlich. Ich sage, mein Gott, wo ist dann dieser rote Platz? Das hat über eine halbe Stunde gedauert, bis ich den tatsächlich dann gefunden hatte. Matthias Rust's goal is to actually land his Cessna at Lenin's feet, directly in front of the mausoleum. Und dann habe ich da ein paar Mal gekreist und festgestellt, dass verdammt viele Leute sich auf diesem Platz aufhielten. Ich sage, ja gut, und dann kam ich zu dem Schluss, na gut, die müssen weg. Und dann, was kann man natürlich machen als Pilot? Da muss man natürlich erstmal ein bisschen tiefer rüberfliegen und den Leuten somit zu signalisieren, dass man da runter wollte. Ja, aber das Unglückliche war, dass sie liefen immer wieder auf die Mitte des Platzes zusammen. Und sage ich, das kann ich ja nicht machen. Ne? Und nachdem ich da dreimal sehr tief drüber geflogen war, waren da 10 oder 15 Meter Flughöhe nur. Und das war immer sehr, sehr schwierig, am Ende des Platzes hochzukommen, weil da war ein Kaufhaus Gumm und noch ein anderes, das hohe Gebäude, da war noch ein Baukran aufgestellt und da musste ich mir immer durchzirkeln. Und am dritten Mal hatte ich dann gesagt, das Risiko ist so groß und am vierten Mal geht es wieder nicht mehr gut. Also ich muss eine Alternative finden. Ne?
Und da habe ich dann diese Brücke entdeckt, diese vierspurige Brücke, die über die Moskau führte. Und da war wenig Autoverkehr drauf. Und ich, ja, das ist ja optimal. Kurz zum Anflug sah ich denn, dass da in gewissen Abständen so Leitungen quer gespannt waren. Da dachte ich, das ist jetzt auch noch nicht. Da habe ich nun gar nicht mit gerechnet. Ne? Und dann, gut, dann zwischen dem ersten und dem mittleren Leitungspaar habe ich dann zum Glück genügend Platz gehabt. Und dann bin ich dazwischen durchgetaucht und aufgesetzt. Und rechts zu mir fuhr so ein blauer Lader, das weiß ich noch. Ein oder zwei Autos war da. Und dann habe ich den so leicht überholt. Und dann, mein Mann guckte dann so seitlich rüber und kriegte nur große Augen. Und sagte, hoffentlich verliert er jetzt nicht die Kontrolle über sein Auto, sonst ist es uns so alles aus. Und da fuhr der locker weiter. Ich habe es dann geschafft. Und der Mann ist auch ganz ruhig. Hat in diesem Moment nur gefragt, was er wohl dachte jetzt, dass er links von ihm dann Flugzeug dann vorbeirollt. Das hat er sich schon auch nicht vorstellen können. So in seiner Fantasie. Shortly before 7 o'clock in the evening, the coup is a total success. A hobby pilot makes the entire Soviet air defense system look a fool. Перед этим над Кремлем летал вертолет, который делал какие-то фотосъемки. И когда сообщили коменданту Кремля, что вот, мол, вот сейчас сел на Красной площади самолет, тот просто послал матом, говорит, да отстаньте вы от меня, уже достали с этими вертолетами, самолетами, не хочу на эту тему даже рассуждать. For a moment, Matthias Rust considers restarting the machine and simply flying away again. But then he stays. An English tourist who happens to have a video camera with him films the sensational event. Ungefähr 30 Minuten, nachdem ich gelandet war, und dann kamen die ersten Leute auf mich zu. Und einige konnten dann noch Englisch, so haben die ersten Worte dann noch ausgetauscht. Und dann wollte ich diese Autogramme haben. Sag ich, oh, das war auch nicht gut, Autogramme am Flugzeug, das wird mir noch schlecht ausgelegt. Und dann habe ich das dann doch gemacht. Wie lange ist es geflogen? Ja. 5 Stunden. Ach. У него кончился бензин. Halbe Stunde nach der Landung, da kam auch so eine ganz große Limousine, schwarze Limousine, dann angefahren. Und 2 Meter Mann stieg aus, dunkelblaue Uniform und mit vielen Orden an der Brust, kam auf mich zu, finsteres Gesicht. Alle anderen standen da, Gewehr bei Fuß, der muss wichtig sein. Nicht? Und dann der Junge, der da war, übersetzte dann, sagt er, das ist der Moskauer Polizeichef, nicht? Extra angefahren und sagt er so übersetzt, sagt er, ich bin extra hergekommen, weil meine Leute haben mir erzählt, hier ist ein Flugzeug gelandet, das muss ich mir selbst angucken. Sagt er, guckt er an, wollt er meinen Ausweis sehen, guckt er den Reisepass durch, da ist ja kein Visum drin. Sag er, nee, habe ich nicht. Sag er, fragt er, warum habe ich denn keinen Antrag gestellt? Sag er, wissen Sie, was ich einen Antrag gestellt und gesagt, ich will ja nur ein Flugzeug nach Moskau fliegen. Das hat er, werden Sie wo gemacht? Das sagt er, na, ganz klar abgelehnt. Und dann habe ich ihn, hat er mich gefragt, warum und so weiter. Sag er, ich wollte den Frieden damit fördern, ich wollte ein neues Kapitel im Friedensbuch aufschreiben. Sag er, und sagt er, super Idee, findet auch toll. Sagt er, Waffen weg und wir brauchen wirklich Frieden. Gorbachev is also fighting on the front lines of peace. In East Germany, he meets with party leaders of the Warsaw Pact countries. He makes it clear that the military alliance of the future will only be of a defensive nature. И когда в 87 году происходило заседание стран Варшавского договора в Берлине, по нашей инициативе подвергнута была изменение реформе, причем очень крутой реформе, вся доктрина Варшавского договора. Оборонительная достаточность. Нам не нужно было иметь ни превосходства по отношению к Соединенным Штатам. И я хочу обратить внимание, что далеко не так просто было убедить, скажем, руководителей ГДР, руководителей ряда других стран Варшавского договора, провести такую реформу. But before that, a visit to the concert hall on Gendarmenmarkt is planned. The cheers of jubilation are not meant for Erich Honecker. The citizens of Berlin are celebrating the man who represents Glasnost and Perestroika. As the concert begins, Gorbachev has no idea of the world-shaking event that is happening that very moment on his doorstep in Moscow. There, hours after landing, the German messenger of peace is still standing next to his Cessna. Und später kamen dann 2 Männer auf mich zu, mittleren Alters,
Wir heißen Sie willkommen in Moskau und wir sind vom Komitee für Staatssicherheit. Und dann sagten wir als erstes, ich sollte doch gerne mal das Flugzeug aufschließen und die Wolldecke zurückziehen. Sag ich, warum denn? Ja, Sie müssten sicher gehen, dass ich keine Waffen an Bord hätte. Sag ich, aha, Waffen. Gut, ganz klar, habe ich dann gemacht. Ne? Da haben sich dann selbst noch von vergewissert, dass da nichts Gefährliches an Bord war. Und dann haben gesagt, wir fahren besser zur nächsten Polizeiwache direkt am Roten Platz dort. Und dann hatten sie wieder ein Transportproblem. Wir hatten nur ein Auto, wir hatten sechs Mann und nur einen Wolga und dann wie nun da rein. Ne? Also, das ist ganz klar. Ne? Und dann haben sie mich dann, ich vorne mich allein sitzen, ging wohl nicht so. Ich dachte, ich kann ja wieder rausspringen. Also haben sie mich in die Mitte gesetzt und noch drei Mann, zwei links und einen rechts. Und vorn auch noch zwei Mann, ne, auf dem Beifahrersitz. Das war richtig gepackt voll. Ne? Und die Stimmung war wie am Siesta. Das war so entspannt und so locker. Und alle waren fröhlich. Der eine am Telefon, der andere. Das konnte ich mir gar nicht so vorstellen. Das sind nun die bösen Russen. At the police station, Matthias Rust learns that the day he chose to violate the border just also happens to be the official day of the border troops. Wir haben die erste Stunde in diesem etwas verfallenen Polizeirevier da verbracht. Und dann muss ich erstmal eine kleine Kleidung ausziehen. Das haben sie dann durchsucht, ob da irgendwelche Sachen drin waren, die vielleicht Abhörgeräte oder Sende oder was weiß ich. Ne? Und dann haben sie mir die ersten Fragen gestellt, sag ich, woher ich gekommen würde, wie ich denn heißen würde. Gut, hatten sie im Ausweis ja schon bekommen, ob ich Hintermänner hatte. Das war für sie wichtig, ob ich nun aus eigener Initiative dann gekommen war oder ob mich eben jemand geschickt hatte. Und sie haben mir immer gleich von vorne gesagt, Matthias, überleg dir ein Ding, wenn du uns jetzt nicht erzählst, wir werden sowieso rausfinden. Und dann ist es für dich viel, viel schlechter, als wenn du von vornherein zugeben würdest, wer hinter der ganzen Sache steckt. Also ich sagte, ich bin auf mich allein gestellt gewesen, meine Initiative, ich habe keine Hinterleute. Sagte er, sagte, okay, das werden wir prüfen. The people at the KGB have a sleepless night. How should they deal with this embarrassing situation? A situation that they cannot even fully comprehend or assess. A full day passes before the Soviet news agency TASS finally reports that a young German has landed his light aircraft in the vicinity of Red Square. The West German embassy is also now informed of the illegal entry of one of its citizens. Ich komme also nach Hause und kriege einen Anruf von der Botschaft und dem Beamten, der dort also Dienst hat. Und er sagt, es ist das und das ist passiert. Also da ist ein Deutscher mit einem Sportflugzeug auf dem Roten Platz gelandet. Ich sage, hören Sie mal, haben Sie sie noch alle? Ich sage, ja, ja, nein. Und das wird also heute Abend auch mit Sicherheit im Fernsehen kommen, denn es sind also auch schon russische Fernsehteams nicht weiter hingegangen und so weiter. Nun, also gleich im Außenministerium angerufen, was ist da los? Nach einer Stunde oder so kriegte ich also wieder den nächsten Bericht. Wurde gesagt, ja, der Mann ist also nun verhaftet worden. The Soviet secret services are not the only ones trying to find out what kind of bird has landed in Red Square. In West Germany at the Federal Intelligence Service in Pulak, everyone is beginning to check into the background of Matthias Rust. Das ist ja keine, wie wir dann feststellen konnten, keine nachrichtendienstlich geplante Reise eines Spions oder eines Attentäters, sondern die Entscheidung eines Einzelnen, der das auch bei sich selbst vorbereitet hat. Und gegenüber Einzeltätern, was auch immer sie vorhaben, gibt es keine Sicherheit, denn das kann man nicht vorher durch Indikationen, Frühwarnung erkennen. Also schnell wurde die Frage gestellt, ist da irgendjemand im nachrichtendienstlichen Bereich unterrichtet gewesen oder beteiligt gar gewesen oder hat da Privatszenarien entwickelt und es stellte sich heraus, dass das nicht der Fall war. Die eigentliche Frage, die wir stellten, war die, warum konnte er in Moskau landen? Ist er unter dem Schirm, also unter dem Niveau der Radarerfassung geflogen oder hat die Radarerfassung geschlafen oder was ist da eingetreten? Meanwhile in Moscow, it's now known that the Cessna had been picked up by Soviet radar at 2:29 p.m. The first conspiracy theories begin to make their rounds. Я не сомневаюсь, что может быть Руста привозили в Москву. И он ножками обходил каждый кирпичик на Красной площади.
потому что вылететь на центр такого громадного города, как Москва, с окружностью более 100 километров, разыскать центр, Красную площадь и произвести там безнаказанно посадку можно было только после очень хорошей тренировки. On the television news that evening, the people of Moscow are officially informed of the colossal blunder of the Soviet air defense. Rust's flight to Moscow is the top story of all international news broadcasts. In Vedel, his family sit in their terraced house watching the television news in disbelief. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einer spektakulären Landung mitten in Moskau hat ein junger deutscher Sportflieger Luftfahrtexperten in aller Welt verblüfft. Er steuerte seine einmotorige Maschine von Helsinki aus, anscheinend unbemerkt 800 Kilometer durch den sowjetischen Luftraum und brachte sie auf den Roten Platz runter. Wir haben heute Morgen angerufen beim Auswärtigen Amt und haben eigentlich nur das erfahren, was wie gesagt schon in den Nachrichten war. Und man hat uns versprochen, laufend Verbindung zu halten mit der Moskauer Botschaft. Und man will alles Mögliche in Bewegung setzen, um da was Klarheit zu schaffen. The government in Bonn has to hide its amusement at this extraordinary feat. In regards to foreign policy, the event is less amusing. Richard von Weizsäcker is soon to fly to Moscow to reinvigorate the icy German-Russian relationship. And then some German youth goes and fools the missile superpower. Und ich muss sagen, ich war erschrocken, denn der Mann hatte ja mit dem Feuer gespielt. Es hätte passieren können, dass man ihn abschießt. Es hätte passieren können, dass man das fehl einschätzt in Moskau, völlig falsch reagiert, überreagiert. Und ich muss schon sagen, es war geradezu staatsmännisch, wie Gorbatschow und Schewardnadze diesen Fall behandelt haben. Among those of the Soviet delegation that leaves East Berlin is the Minister of Defense, Sergei Sokolov. He's not a fan of Gorbachev's reforms. Upon returning to Moscow while still at the airport, Gorbachev draws the first consequences of the failure of his country's air defense system, sends Sokolov into well-deserved retirement, and also gives Alexander Koldunov, the head of the Soviet air defense, the sack. Видимо, в ожидании тех событий, которые вскоре последовали в нашей стране, я имею в виду развал Советского Союза, стран Варшавского договора и наших вооруженных сил, которые раздирались по-живому, невзирая на человеческие судьбы, нужно было руководство Минобороны поменять на более лояльное. Gorbachev cannot understand why 6 interceptor regiments with 240 fighter planes are not capable of defending Moscow from a single Cessna. Und der ganze Ring wurde eigentlich als ein Versagerring abgestempelt. Wir mussten alle weg. Aber dadurch, dass wir eben auch die einzigen waren, die über notwendige Ausbildung, notwendige Kenntnisse über die technischen Geräte, mit deren dieser Ring ausgerüstet war, besassen, konnte man uns schwer gegen usbekische oder tadschikische Kollegen eben tauschen. Deswegen hat man uns in die Busse gesetzt, zweimal um Moskau herumgefahren, bis wir dann auf unserer Station wieder ankamen und wieder arbeiten mussten. Aber es war viel strenger alles geworden, nachdem Rust gelandet ist. Und der Chef unserer Kommandozentrale, also im Hauptbunker, hat sich sogar erschossen. Das haben sehr viele als ihr eigenes Versagen betrachtet. In 1987, Alexander Ivanov is one of the military officers in charge of the air defense of Moscow. Due to Rust's flight for peace, he is sent into retirement at the age of 51. Всякое наказание или тем более снятие с должности, с увольнение со службы. Вот. Тут, когда на пенсию ты уходишь, и то переживаешь, потому что это непростой шаг, когда тебя, как бы образно говоря, из седла выскочил, вдруг шел поезд, а вдруг сошел. Вот. Я, например, наверное, год не мог привыкнуть к тому, что
Мне никто не звонит, мне никаких задач, я, значит, ну так, соседи там и так далее. Но надо подчеркнуть, что после этого события последовали очень серьезные изменения в организационной структуре нашего Министерства обороны. А именно, изъял ее из военных округов и объединил под знаменами главнокомандующего военно-воздушными силами. Кроме того, была восстановлена такая структура, как дальняя авиация. In total, some 2,000 leading positions within the military are refilled. In a personal letter to Honecker, Gorbachev writes that while one cannot speak of a weakness in the air defense system, one can speak of an elementary carelessness and disorganization at the duty stations. Когда я услышал относительно недавно, что вообще-то вся эта провокация была спланирована и задумана по заказу высшего политического руководства Советского Союза, для меня, честно говоря, это явилось неким откровением. Я на эту тему никак не думал. Я мог предполагать, потому что, с одной стороны, шутка. С другой стороны, вот столь высокопрофессиональный полет. Gorbachev's alleged joker is jailed at Lefortovo prison, the top address in Moscow for political prisoners and Western spies. During an interrogation, Rust learns about the clean sweep in the military. Dann hat er mich der Untersuchungsrichter gefragt, was ich davon denn nun halten würde, dass mich Herr Gorbatschow so ranghohe Offiziere meinetwegen hat aus dem Dienst entfernt. Sagte ich, ich habe gesagt, das ist sehr bedauerlich für die Offiziere, die entlassen wurden, aber ich denke mal, dass das für unsere Idee, für die Förderung des Friedens von Nutzen ist, notwendig war. Das war ja auch mein Ziel. Gorbachev takes advantage of the moment. He pulls his previously rejected armaments reduction plan out of his pocket again. The generals counter that it is his reforms that even enabled such sloppiness in the first place. Why the interceptor jets did not put a stop to Rust's flight remains a mystery. The military smell a conspiracy. Если бы было принято решение сбить этого молодого человека, это вызвало бы еще больший резонанс, и нас бы вообще тогда заклеймили не только империей зла, а придумали бы и навешали всех собак, которые только могли быть, на наши вооруженные силы. Я подчеркиваю, вооруженные силы. Видимо, эта провокация нужна была для расправы над армией, чтобы все поняли, что армия должна поджать хвост и вести себя, ну, униженно, будем так говорить. The last thing that the victors of the Second World War are prepared to do is to capitulate. For years they've been stuck in Afghanistan fighting a war that cannot be won. The former Minister of Defense, Sergei Sokolov, had led the invasion of the Soviet troops in 1979, and he's not willing to pull out as the loser. Gorbachev sees the price of such pride as being much too high. After seeing Sokolov to the door, he orders the preparations for the withdrawal home. To the military, Rust's flight is a perfidious attack against the army. To the rest of the country, it's a youthful escapade. Это воспринималось как некая хулиганская выходка. Ну да, бывают такие вещи. Тем более, ему даже многие наши завидовали, потому что тогда молодые люди не могли даже мотоцикл себе купить. Денег не было и мотоциклов не было. А тут вдруг парень, 19 лет, вдруг прилетел сам на самолете. Это воспринималось даже как некий, ну, такой героизм. The solo pilot also generates headlines in West Germany, where he is the top story. Only in the news broadcasts of the socialist East Germany is he hidden among the general news reports. Ein Sportflugzeug mit dem Piloten Matthias Rust aus der BRD hat gestern den Luftraum der Sowjetunion im Gebiet der Stadt Kotlajärve verletzt, meldete TASS. Die Maschine, deren Flug über dem Territorium der UdSSR nicht unterbunden worden sei, landete in Moskau. Die zuständigen Behörden haben die Untersuchung des Vorfalls aufgenommen.
The world discovers the small town of Wedel, and the living room of the Rust's family house is converted into a branch office of NBC. The American Broadcasting Company spares no expense to be able to present the parents and brother of the young, daring pilot to New Yorkers drinking their morning coffee. He told me only that he wanted to go to Iceland, to Scandinavia and Helsinki. Please. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Oh. Ich meine, es ist ja eine schöne menschliche Geschichte. So was Buntes kann man ja sonst suchen. Ne? Ein junger Mann, eine Maschine, roter Platz, alles sehr symbolträchtig. Und dieser junge Mann trägt dann auch noch die Friedenstaube vor sich her. So was alles. Und dann ist man natürlich gespannt, oh Gott, wie geht denn das jetzt weiter? Ja, also in der Sowjetunion, was macht man jetzt mit dem? That is the question facing Gorbachev as well. A court action, an invitation to the Kremlin, or deportation home. Мое предложение, что касается Руста, было его немедленно отправить обратно в Германию с просьбой, чтобы там было проведено его обследование врачебное. В коем случае его не отдавать под суд, ибо, находясь в тюрьме, те моменты ущербные в его психике, в его еще не сформировавшемся психическом аппарате, могли усугубиться, и мы бы выпустили из тюрьмы уже больного человека. И на нас лежала бы ответственность, что он так заболел. Вот буквально, почти дословно то, что я писал Горбачеву. But Gorbachev decides that Rus must face the courts for illegally breaching the Soviet border. The highly equipped Soviet air defense cannot have been beaten simply by a psychologically ill teenager. On July the 6th, the West German president, Richard von Weizsäcker, arrives in Moscow for a state visit. He's accompanied by the German foreign minister, Hans-Dietrich Genscher. Actually, the talks are supposed to be about the elimination of medium-range missiles in Europe. But the foreign minister and president have to deal with another peace-related issue first, the issue of Matthias Rust. Wir haben zunächst mal über die Lage als solche geredet. Shepard Nasr hat gesagt, wie stehen wir da vor der ganzen Welt als blamierte Leute? Ich habe gesagt, das ist in der Tat so, das kann ich nicht bestreiten. Wir werden daraus nichts machen. Im Gegenteil, wir zeigen Verständnis für Ihre Lage. Wir bitten Sie aber auf der anderen Seite jetzt nicht aussichtsreiche Verhandlungen deshalb zu stoppen. Das wollte der Mann nicht und das darf auch nicht daraus sich ergeben. Und außerdem denken Sie immer, wie alt er ist. Sie waren auch mal so alt, ich auch. Wir wissen, da macht man Sachen, die man später nicht machen würde. Also ich habe persönlich um Verständnis geworben, aber genauso wichtig war mir, dass wir jetzt nicht eine verheißungsvolle Politik unterbrechen. The parents, she a housewife and he an engineer at AEG, are permitted to see their son for the first time in June. Matthias, they tell the press, has always been a very special child. A loner, reserved and shy. He was never a risk taker. His sensational flight makes them the focus of a storm of international attention. The German news magazine Stern pays big sums for the exclusive rights. The magazine literally keeps them locked away to hold the competition at bay. The Rus story becomes the media sensation of the year. Im Sommer 87 habe ich ja angefangen als Korrespondentin in Moskau und im September haben wir, glaube ich, nichts anderes gemacht als Rus drauf und runter, den Prozess, die Verurteilung und natürlich jede Menge Straßenbefragungen. Und da hat mich damals Folgendes gewundert und gefreut, dass die Leute, egal welchen Alters, gesagt haben, also das ist schon ein Ding, dass der da auf dem Roten Platz und was der da alles gemacht hat. Aber, naja, mein Gott, ist ja ein junger Mann und es ist ja alles gut gegangen. There are, however, some rare critical voices. Если бы наш советский летчик нарушил границу, наше государство тоже обязано было бы его посадить. Ту же германскую границу, если бы нарушил. Как вы думаете? Да, я тоже с ним присоединяюсь. У меня тоже два сына. Если мой сын присоединился, я тоже его наказал тяжести. Я смотрел на него как на негодяя, молодого, который за большие деньги совершил вот такой хамский поступок.
The Supreme Court in Moscow. On September the 2nd, Matthias is brought here from Lefortovo prison. It is the day that the much-anticipated trial is to begin. The public is curious about the young man who made a laughingstock out of the Soviet air defense. Who is he? A spy? A peacemaker? A hero or even a criminal? And what was really his motivation? Amidst of all the journalists, the Rust family with the younger son, Ingo. They listen to what Matthias has to say in his defense and are stunned by what they hear. Ich war quasi auf der Suche nach einer Quelle des Friedens. Я искал источник мира. Und diese Voraussetzung schien und scheint es mir auch heute noch nur hier in Moskau in der Sowjetunion gegeben. Er war wahrscheinlich so von dieser Idee voll, dass er die Wirklichkeit wahrscheinlich gar nicht mal mehr in dem Moment gesehen hat. The court case takes 2 days. The process, like everything that is related to the case, turns into a media spectacle. The Soviet comrades also know how to give a show. Sorry, Matthias, I am from the Soviet television. Bon appetit, may I ask you some words? What do you feel before the decision of our trial? Oh, I'm a bit afraid. I don't know exactly what I, why they reached to me. So I have only one possibility, I must wait. Ich hatte immer noch gehofft, obwohl mein Anwalt damals ja gesagt hatte, dass eine Bewährungsstrafe ist eigentlich in Russland nicht so der Fall, in der Sowjetunion. Und dann halt das Ausländer, man in solchen Ding, sagt er, da muss schon irgendwas rauskommen. Sagt er, ich sollte mich mal darauf einstellen, dass da irgendwie Haft rauskommen wird. Sagt er, als Ausländer normalerweise, die bleiben nie mehr als die Hälfte der Strafe im Land und werden dann immer dann abgeschoben. Sagt er, denn egal was rauskommen würde, würde ich in meinem Fall auch nicht mehr als die Hälfte verbringen würde. Aber sagt er, gut, Hälfte von was? Von 10 Jahren oder von 7 oder von 15 Jahren? Sagt er, das weiß natürlich keiner. On September the 4th, the whole world is informed. The Soul Flyer is sentenced to 4 years in a labor camp for illegally breaching Soviet borders, disregard of international aviation laws and hooliganism. Als das Urteil dann gesprochen wurde, sagte man mir dann gleich, dass man mich aus Sicherheitsgründen nicht in das Arbeitslager bringen würde, sondern mich in diesem Gefängnis in Lefortovo behalten würde, weil man für meine Sicherheit dort im Arbeitslager nicht garantieren könnte. Sagt er, dadurch, dass eben sehr viele Leute durch meinen Flug entlassen wurden aus dem Dienst, könnte es durchaus sein, dass man sich eben an mir rächen wollte. Und deswegen wollten sie dieses Risiko nicht eingehen, mich in so ein Arbeitslager zu bringen. Instead of an audience with the top man of the Kremlin, Matthias Rust is now faced with a 10-square-meter cell in a prison from Tsarist times. 23 Stunden des Tages war man eingesperrt, eine Stunde konnte man so einen Hofgang machen und das war es eigentlich. 3 Mahlzeiten, dürftige Mahlzeiten, einmal der Woche duschen und das war es. Da musste man halt, dass man sich beschäftigte und wartete einfach und das war sehr, sehr schwierig. Diese Ungewissheit und diese geringen engen Raumverhältnisse und dann die andere Kultur, andere Sprache und das andere Land, das war für mich sehr, sehr belastend. In December, Rust sees his mission accomplished. Gorbachev and Reagan finally signed the treaty on the elimination of all nuclear middle-range missiles in Europe. But the news he gets a few months later makes him even happier. Nachmittags ging die Tür auf, da kam ein Aufseher rein. Ich hatte immer so einen Anzug, den ich anziehen sollte, wenn ich Besuch hatte. Und da habe ich mich umgezogen. Da wurde ich da in das Arbeitszimmer des Anstaltsleiters gebracht. Und da war eine Kamera aufgestellt und da waren die Untersuchungsrichter anwesend und auch der Generalstaatsanwalt, der meine Sache betreut, war auch da. Und die Dolmetscherin sagte, muss irgendwas Interessantes passieren. Ne? Und dann sagte mir dann, nachdem ich da mich hingesetzt hatte, sagte mir dann die Dolmetscherin, heute ist ein ganz besonderer Tag für dich.
Sagte, was passiert? Du bist mit Nahen nicht dran. Das kann ich eigentlich gar nicht, dieses Gefühl in Worte fassen. Es ist so, als ob man einfach aus einer schier unendlichen, traurigen Situation befreit wurde. Man das ganze Gewicht von den Schultern einmal abfiel und man plötzlich wieder leicht war. The trip home is completely legal and with Lufthansa. It is the last chapter in a flight affair that became an international political affair. A political affair that shook a superpower and caused a Minister of Defense to lose his job. The legendary Cessna 172, corpus delicti of one of the greatest political comedies of the last century, went on to change owners several times. Today, it is an attraction at the German Museum of Technology in Berlin, in a special exhibit dedicated only to Matthias Rust's flight across the Iron Curtain. Matthias Rust has never met Mikhail Gorbachev, but knowledgeable politicians admit that Rust was an essential component in the workings of Perestroika. It is entirely possible that without his outrageous stunt, it would have taken much longer for the Iron Curtain to finally fall.